Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Liedchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut, was ich euch mitgebracht habe. Richtig, den Katalog von Lego 2022, Juli bis Dezember. Ich bin ganz aufgeregt. Den schauen wir uns doch mal in Ruhe an, oder? Genau. Ich hoffe, es geht euch gut. Es wird ein sehr warmer Sonntag wahrscheinlich werden, bevor ihr an den See geht und irgendwo zerfließt. Machen wir uns doch noch ein gemütliches Stündchen und gucken mal einen Katalog an, oder? Richtig, es wird fantastisch. Brad und Danny sind schon ganz aufgeregt. Bird of Prey ist am Start, ein Fest. Und das Ganze steht unter dem Motto, putting consumers first. Consumers, das ist wichtig, ihr seid keine Kunden, ihr seid einfach nur Konsumenten. Und unsere Ehrenfeder hat dazu passend eine plus 25% Tasse entwickelt. Ich kann sie nur jedem empfehlen und ihr wisst, alles schmeckt besser aus der Heldentasse. Cheers. Mmh. Gibt es bei Gadgets unten im Link. Ihr wisst ja, meine Standard-Heldentasse, ich deute hier rüber, gibt es natürlich bei der Bausteinecke. Ich bekomme immer wieder Fragen. Ist immer verlinkt unter jedem Video. Bausteinecke gibt es Tassen. Es ist ein Fest. Wichtige Dinge. Der Katalog. Das Wochenende wird ja schon Anfang Juli sein. Der ist noch ein bisschen schwer zu kriegen, für so Händler quasi gar nicht ranzukommen. Früher, also, na egal. Katalogauslieferung bei Lego ist eine schwierige Sache. Aber ich bin gespannt. Wir gehen mal gemütlich durch. Ich habe mir gerade geschnappt. Ich habe natürlich nicht bekommen, aber ich habe die Händler so lange abgegrast, bis ich einen gefunden habe, der schon welche hatte. Ich war sehr froh. Und wir gucken mal, was es hier so an News gibt und wie die Preise da drin sind. Ihr wisst ja, 25% Preiserhöhung steht an in der Spitze. Es wird querbeet erhöht, völlig ohne Sinn und Verstand. Die Preiserhöhungen sind noch nicht durch Rohstoffpreiserhöhungen zu erklären. Ist immer so witzig, wenn du irgendwie, ja, aber die Preise, die haben sich 30% erhöht, ja 25% direkt, als ob die Produktion ist so teuer bei Lego, von so viel OVP, dann noch ein bisschen Dings da, Vertrieb und Marketing sind die Hauptausgaben. Doch nicht die Produktion. Ist ein bisschen Plastik, was die benutzen. Also ganz ehrlich. Können sie 3% daneben, wenn sie Pech haben. Söchen, mal kurz eine Übersichtsseite. Ihr wisst, wie immer, darum geht es ja auch überhaupt nicht. Ist ja auch der Charme der Kataloge. Die sehen aus wie aus den 80ern. Lego ändert auch nichts am Design. Das sieht einfach so aus, das sieht wild aus. Das ist nicht entspannt zu lesen und so weiter. Aber es hat einen gewissen Charme. Ich mag den eigentlich und ich erwarte ihn auch so. Alles andere wird mich wahrscheinlich schon gruseln. Hier unten ist zum Beispiel was, das ist der Knüller für 40 Euro. Ich habe früher ja bei mir im Laden viel mehr Duplo auch noch gehabt. Vor allem, wenn es gute Tiersets gab. Und ich bin ja hier in der Wohngegend mit sehr vielen Kindern. Dementsprechend ist Duplo bei mir eigentlich immer ganz gut gelaufen. Wesentlich besser als im Markt, da ist Duplo, also lag wie Blei. Und dann guckst du dir das hier für 40 Euro an. Den schwimmenden Badewannenspaß da. 40 Euro. Das ist die kleine Insel und die drei Viecher. Das ist ein Knüller, oder? 45. Ist noch keine PDF verfügbar sonst. Können die es euch einblenden? Vielleicht machen wir das beim nächsten Livestream. Dienstag auf Twitch oder auf YouTube, eins von beiden Mädchen haben. Und vielleicht gucken wir nochmal durch, dann kann ich eine PDF mit euch durchscrollen oder so. Können wir nochmal ein bisschen uns unterhalten, aber das ist jetzt so mein erster Blick mal rein. Und ich gucke mal, was ich hier für euch alles so finde. Weiterhin fehlen die guten Steineboxen. Ich erwähne sie jedes Mal gebetsmühlenartig. Seit sie vom Markt genommen worden sind, bald jetzt schon vor 10 Jahren. 6176, 6177 waren mit Abstand die besten Steineboxen, die es je gab. Und es gibt keinen Grund, warum sie nicht mehr da sind, außer, dass ihr dann aus diesen Steinen ihr euch tolle Sachen selbst bauen könnt, dann kauft ihr die wichtigen und teuren Sets nicht mehr. Von meiner Seite aus könnte Lego diese Bausteineboxen bringen und Figuren einzeln verkaufen. Wäre wunderbar, weil man kauft Lego nur noch wegen der Figuren eigentlich. So, dann hier drüben, ja, also Standard. Da ist, glaube ich, nichts, was ich irgendwie jetzt groß hier bewegt. Übrigens, läge es an den Rohstoffen. Und wäre das ein Grund für die Preiserhöhung? Wäre das? Ist es nicht. Vergesst es. Die Bauplatte in Grün hat die neue Nummer 10980. Die kostet 14,99. Die kostet 14,99, seit ich einen Laden habe. 10 Jahre. Unveränderter Preis. Während es die Rohstoffkosten, die Lego wirklich dazu zwingen würden, aber putting consumers first, sie haben es wirklich versucht, so lange wie möglich zurückzuhalten, müsste das Ding schon 40 Euro kosten. Es hat nichts mit der Herstellung zu tun. Lasst euch doch nichts einreden von denen. Söchen, das hier ist natürlich jetzt die Spielspaß- und Tierseite. Einmal quer durch. Hier oben wilde Tiere des Ozeans, zum Beispiel für einen 20er, ist natürlich eine super Sache. Wilde Tiere Afrikas hat nur noch 2 Tiere drin. Nicht mehr 4 wie früher. 2. Die wilden Tiere Südamerikas sind witzig. Das sind witzige Sets einfach. Das sind witzige Sets. Lego möchte natürlich nicht mehr Zoo, Safari, sonst irgendwas das Ding nennen. Es sind einfach viele Tiere da.
Da ist eine Spielmatte dabei. Also da ist ja der, da ist ja, also wirklich, was man da für 100 Euro, also ohne Faxen, das kostet 100 Euro, das kostet 130 Euro. Habt ihr das gesehen? 100 Euro, 130 Euro. Ich sag's nochmal. 100 Euro, 130 Euro. Und guck mal, was ihr bekommt. Nicht zu helfen. Süchen, weiter geht's hier drüben. Das sind alles an Parkhaus mit Autowaschanlage, Flugzeug, Flughafen, Rennwagen, 50 Euro ist absurd überteuert. Space Shuttle Mission für einen 20er ist okay. Müllabfuhr ist ein Knaller, läuft bei mir wie Teufel. Klar läuft eine Müllabfuhr für einen 20er. Ja, das ist fein. Listen, ich rede über Listenpreise, ist ja klar. Aber das Rennwagen-Ding hier oben mit Push and Go für einen 50er kann Laden gar nicht genug rabattieren, damit es läuft. Außer Kunden wissen nichts und kaufen halt, aber das sind halt uninformierte Kunden. Ich rede immer über Kunden, die mitdenken. Feuerwehrauto für einen 30er ist ein bisschen happig, aber 25 wär noch die schöne Sache. Eine Mini-Feuerwache für 90. Erlebnispark für 120 ist eine Katastrophe. Das Lebkuchenhaus für 30 ist natürlich ganz putzig. Drei Figuren, noch ein Viech dabei. Bisschen so Ding hier mit Schnee und so. Hey. Das Wohnhaus 10929, ich bin immer noch bei den alten. Das ist halt mein Problem. Ich habe die ganzen alten Sets halt mitbekommen, ja, die ganzen alten großen Häuser und so bei Lego. Und die waren halt auch bei 50 und 60 Euro. Ja, 40 und 50, glaube ich, sogar teilweise. Und dann ist das mit 60 natürlich ein harter Treffer. Der Arztbesuch für einen 20er, warum eigentlich nicht? Nehmen wir doch einfach mal mit. Immerhin haben wir Light and Sound dabei. Man muss sich über Dinge freuen. Und Push and Go. Ja. Wir nehmen es einfach. Wir hinterfragen es nicht. Die große Baustelle mit Licht und Ton 130 Euro. Gute Güte. Scheune, Traktor, Tierpflege 70, Pferdestall, Ponypflege 30. Tiere auf dem Bauernhof sind 4 Tiere für einen 10er. Das ist schön. Traktor und Tierpflege mit dicken Schafen. Bagger und Laster für einen 20er. Super Set. Auf jeden Fall. Da können wir aber eigentlich durchgehen. Das passt ja alles, oder? Wir können uns auch gar nicht so lange aufhalten. Hier kommt jetzt Jurassic World, die Duplo, die alten. Also wirklich, das ist. Ja, ich weiß nicht, die Zuggeschichte ist halt dann irgendwie immer die gleiche, die Dampfeisenbahn, aber jupp. Und hier drüben Jurassic World, entscheidet ihr. Dinos, ich weiß nicht, warum man Jurassic World draufschreiben muss. Man kann einfach Dinos rausbringen, finde ich. Vor allem für die 2- bis 5-Jährigen ist nicht wichtig, dass Jurassic World draufsteht. Genauso wie hier, das ist jetzt die ganze Lizenzgeschichte. Lizenz und Duplo ist nicht meine Welt. Habe ich auch bei mir im Laden praktisch nie gelistet. Hat auch bei mir hier in der Gegend nie einer nachgefragt. Also das war's. Jetzt kommt 4 Plus selbstverständlich auch mit Disney. Was ich ja auch erlebt habe in Disneyland, dass dort Donald praktisch nicht vorkommt. Daisy, Donald, Dagobert, Tick, Trick und Track sind nicht relevant. Es läuft alles auf Mickey und Minnie hinaus. Das finde ich sehr schade, weil die sind bei mir jetzt nicht gerade die Favoriten. Goofy ist hier mal dabei, das ist nett. Ein paar kleine Sets. Es wird halt immer mehr Disney natürlich im Katalog. Ja, das ist ja eine Naturkonstante mittlerweile bei Lego. Immer, immer mehr Disney. Hier drüben kommt jetzt Marvel, also auch Disney. Gleiche Geschichte in grün. Und ja, kleine Sets, natürlich sehr teuer. Das 4-Plus-Zeug ist immer sehr, sehr teuer. Hier kommen jetzt noch einmal die Classic-Boxen. Da gibt es auch die 90 Jahre Spiel-Classic-Box noch dazu. Und dazu dann ein paar Bauplatten. Die Bauplatten sind ja auf 9 Euro von 8 Euro, das wisst ihr ja. Die kleinen, die große ist konstant bei 15 Euro. Da macht Lego für euch Verlust, damit der Preis konstant gehalten werden kann. Das müsst ihr immer wissen. Also da gibt es nur einmal die Woche noch ein bisschen Käse aufs Brot, ansonsten gar nichts mehr, damit sie das Geld einsparen können für euch. So ist das. Disney geht weiter, nächste Richtung, immer noch 4 Plus. Das sind die netten Bücher, die Kristall. Ich meine, hier unten ist ein Glitzerpferd drin. Da bin ich natürlich schon ziemlich scharf drauf. Glitzerpferd. Der Rest finde ich meine, hier ist noch ein lustiges Rentier. Also für mich ist hier unten die Ecke, ja, das ist meins. Glitzerpferd und Rentier, da bin ich sofort dabei. Das hier drüben brauche ich jetzt nicht. Aber jeder, wie er will. Eiskönigin. Ist für Disney ein Dauerbrenner. Disney geht weiter. Wir kommen aus der Lizenz auch nicht mehr raus. Also hofft nicht drauf. Ist eh gegessen. Vergesst es. Das ultimative Abenteuerschloss für ein 100er. Cinderellas Schloss. Guckt mal genau hin, wie klein das ist. Ich überlege, ob ich das als Gag mal aufbaue mit euch. Um zu zeigen, was ihr für 75 Euro bekommt. Es hat eine Witzigkeit schon wieder in sich.
Schaut euch das da unten mal an hier. Das ja. Guckt mal, wie klein das ist. Guckt mal, was da los ist. Das ist nichts. Nichts. Das ist gar nichts. 75 Euro. Und dann hier drüben noch. Also das hier unten ist so scharf, es wäre fast schon wieder witzig zu bauen. Rapunzels Turm für einen 60er. Steff hat ein super Video drüber gemacht. Das ist aus dem Weg Geringverdiener. Ich kaufe mir einen so großen Turm für einen 60er. Und wenn mich nicht alles täuscht, wird der im Preis jetzt angehoben. Ich glaube schon, der war zu günstig. Ja? Hier. Nur am Lachsaufen. Und ab der Belzschloss 84. Der ist ja von 50 auf 60 Euro. Er ist auf jeden Fall teuer. Ist das hier schon? Ist die Preiserhöhung hier schon drin? Bei Technikmodellen weiß ich es, da können wir gucken. Also der Turm ist ein Witz. Es ist ein Witz. Den haben wir aufgebaut noch da. Steff hat den noch. Ich hole mir den mal bei ihr, den stellen wir hin, dann bauen wir das andere Schloss und machen wir mal einen Gaudi-Nachmittag draus. Das wird super. Hier drüben ist das Theater, das habe ich schon da. Die Theaterschule, Andreas Theaterschule für 100er. Die habe ich schon da. Die baue ich mit euch. Oder ich baue sie für euch, wir reden drüber, weil da kann man natürlich hier die Jungs von den Muppets reinsetzen oben in die Loge. Ja, Knüller machen wir sofort. Emmas Kunstschule, Raumfahrtakademie, ja, das ist kurz vor Friends Racing. Aber wenn sie meinen, dass sie müssen, haut rein. Haut einfach rein. Ich bin immer dafür, dass man das auf jeden Fall zwischen City und Friends genau trennt, damit kein Mädchen auf die Idee kommt, mit dem Jungszeug zu spielen und die Jungs genau wissen, das für die Mädels. Bisschen rosa an Space Shuttle und dann wissen sie Bescheid. Ich finde, es ist klug, wie Lego das macht. Freundschaftsbaumhaus hat Steff euch ja auch gezeigt. Das Hausboot finde ich eigentlich ganz witzig. Ist ziemlich teuer, aber ich finde es witzig. Ist Bio-Café. Reden wir nicht drüber. Macht nur schlechte Laune. Das Freundschaftshaus fand ich witzig. Hat sie auch. Vielleicht sollte ich es auch nochmal rüberbringen, oder? Ich verlinke euch die Videos von Steff auf jeden Fall. Wasser, Erlebnispark, Surfschule, Recyclingauto, Glamping am Strand, Ferienhaus am Strand. Ich meine... Ihr habt richtig gehört, es geht um Glamping. Glamorous Camping. Also für die feinen Leute. Für die sich Lego leisten können. Cheers. Aber, ja. Es ist so heiß hier drin. Es ist so heiß. Hui. Weiter geht's. Die Tiertagesstätte, die haben Party. Trainingskoppel, Ponypflege, mobiler Katzensalon, Tierrettungswagen, Tierklinik, Tierspielplatz, Tieradoptionscafé. Ist ein bisschen traurig, das Tieradoptionscafé, finde ich. Aber hey, der Gedanke zählt. Ab dafür. Einmal Viecher. Einmal rundherum alles da. Nicht wahr? Genau. Nächste Seite. Katalog übrigens, nur dass ihr euch nicht wundert, 150 Seiten. Eiswagen, mobile Modeboutique. Der Wohnblock, 150 Euro. Dickstes Friendset. Habe ich auch da. Baue ich vielleicht auch mit euch. Rollschuh-Disco. Hard Lake City Pizzeria. Streetfood Markt. Ich habe die Sets nicht gebaut, wie gesagt, deswegen. Ich kann sie nur von so Blick von außen beurteilen. Ich habe auch keine Friends-Käufer mehr wirklich bei mir am Laden. Es kommt manchmal noch meine Familie, da sind mal Kinder dabei und dann nehmen sie mal was von Friends mit. Aber es sind dann zwei Pferdesets und das war's. Ich habe da keinen Einblick mehr drauf. Mal wieder ein Kaufhaus. Mal wieder 41058 habe ich euch ein Set vorgestellt. Alle anderen ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Hard Lake Hotel 41684 ist natürlich wesentlich kleiner als die 41101, die ich euch gezeigt habe. Ist auch sogar ein bisschen günstiger noch, aber guckt nach der 41101, wenn ihr die gebraucht bekommt. Ist das Bessere. Dann kommt Friends Adventskalender für 25 Euro. Da wird auch wieder nichts taugen, wie immer. Andreas Haus für einen 70er. Sieht eigentlich ganz putzig aus. Und die große Backshow. Und eine Schule mal wieder für 70. Hat mir die 41005. Ist auch schon irgendwie ein paar hundert Sets her. Das ist da, aber das sind große Sets mit kleinen Bildern. So ist es. Ihr kennt es ja. Dann gucken wir mal. Magische Jahrmarkt-Achterbahn. Hervorragend. Akrobatik-Show. Baumhaus im Wald, Reiterhof im Wald. Das kennen wir. Das ist ein Set, was ich bei mir gut verkauft. Wasserfall im Wald für einen 10er, kleines Ding. Und ja. Kleine Sache. Hervorragend, oder? Das sind die Muppets. Und da meine ich jetzt hier die zwei Knechte natürlich. Die packen wir in die... hier und wo ist der andere? Da oben. Ich habe sie doch eben gesehen. Da. Jetzt möchte ich das hier wieder knicken. Da. Die zwei müssen natürlich in die Loge.
Sehr cool. Ja, Dots. Creator. Das Riesenrad. Surferstrandhaus, 50 Euro. Hartes Ding, der Nudelnaden. Für 45. Und hier unten ist für 120 das Wikinger-Schiff. Das ist ein stolzer Preis. Ich habe es aber bestellt, ich habe es da. Das wollte ich auf jeden Fall aufbauen. Ich habe ja auch die 3-in-1 Burg damals mit euch gebaut. Und natürlich baue ich auch das Wikinger-Schiff. Creator ist ja für lange Zeit mal meine favorisierte Serie gewesen bei Lego. Also Creator, nicht Creator Experts. Und jetzt nennen sie ja, Lego nennt jetzt alles Icons. Das ist so ein dummer Name. Süchen, weiter geht's. Hier ist auch das alte Piratenschiff für die 120 Euro. Die hatten ja schon die Preiserhöhung Anfang des Jahres 20%. Also Lego haut ja auf die 20% nochmal obendrauf. Gell? Ist ja nicht so, dass sie... Und ich meine, die Sets sind immer nur ein, zwei Jahre im Markt und trotzdem müssen sie währenddessen zweimal teilweise erhöhen. Das ist einfach nur Ausquetschen von euch, das ist alles. Campingurlaub ist ein schlimmes Set, habe ich euch ja gezeigt. Space Shuttle Abenteuer ist wesentlich witziger. Einmal durch. Und immerhin sind wir ja aus den Lizenzthemen gerade raus. Gell? Man muss sich über was freuen. Hier ist der majestätische Tiger. Immer noch Bewohner der Tiefsee da. Superset 31088 und 31058 Dinos. Das ist hier der Dino von allen Sets. Schon so lange im Markt, läuft aber immer noch gut. Und hier drüben für einen Zehner dazugekommen, sehr, sehr klein, Delfin und Schildkröte. Genau. Aber natürlich der große majestätische Tiger. Vielleicht sollte man auch nochmal aufbauen. Oder? Was meint ihr? Möglicherweise? Wir denken drüber nach, würde ich sagen. Ich glaube schon. Komm, wir malen uns eine gute Zeit. Wir wollen gute Laune haben. Dafür sind wir noch da. Minions habe ich euch gezeigt. Das Set war verblüffend gut. Ich habe keine Ahnung, was dieses Lightyear... also jetzt der Buzz. Natürlich kenne ich Buzz Lightyear. Aber keine Ahnung, kommt der Film. Ist halt Disney. Disney nudelt da alles durch jetzt. Im Nudelhaus. Und da haben wir es. Also das Minions-Set war tatsächlich ein gewisser Spaß. Fand ich witzig. Ja, Super Mario. Super Mario ist halt was, ihr wisst, das ist für mich wie Dots. Keine Ahnung, was das soll. Also Dots kennt ihr, das absolute Schrott. Und hier Super Mario, das Set, wie gesagt. City. Die Stadt lässt sich zusammenstecken und sieht dann richtig, richtig schlecht aus. Kurven kennen wir auch nicht mehr. Autos passen auch nicht auf die Straßen. Aber dafür ist es richtig, richtig teuer. Ich sehe schon, ihr seid sofort dabei. Schule mit Schulbus, ein katastrophales Set, habe ich euch gezeigt. Das moderne Familienhaus, katastrophal. Die Rettungsschwimmerstation habe ich noch nicht gebaut für 30 Euro, aber guckt es euch gerne an. Krankenhaus haben wir gebaut, katastrophal. Straßenkreuzung haben wir gebaut, katastrophal. Stadtzentrum haben wir gebaut, katastrophal. Supermarkt habe ich noch nicht gebaut, 60 Euro. Müssen wir mal reingucken. Adventsgelände von City, 25% teurer geworden. Souverän. Kostet jetzt 25 Euro statt vorher 20. So. Also das ist wirklich die Seite des Untergangs. Also wirklich, da ist auf der Seite, ich habe den Supermarkt noch nicht gebaut. Aber das ist schlimm. 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 Einfach nicht gut. Looping-Dinge habe ich gebaut. Ich war wesentlich fröhlicher mit dem Looping, als ich es dachte. Mit diesen Motorrädern, als ich es dachte. Ich habe die Doppel-Looping-Show für 140 Euro. Habt das im Blick, dass das Ding 140 Euro kostet. Habe ich da, die baue ich mit euch. Und die hauen das auf das Bild und schaut euch das an. Und das finde ich schon relativ serviervorschlagfrech. Das hier unten ist alles nicht dabei, gell? Nur das hier oben für 140. Nicht das hier unten, das kostet extra. Das da oben nur, 140 Euro. Wir werden es zusammenbauen. Das hier drüben habe ich gebaut. Die Stuntshow Arena für 100. Ja, auch ein wilder Preis. Aber das Motorrad war lustig. Hat mir Spaß gemacht. Stuntshow Truck für 60er. Ist keine Ahnung. Wie gesagt, wer City kauft, ich verstehe es kaum mehr, dass City überhaupt noch gekauft wird. Die haben die Serie so hart an die Wand gefahren. Mit wirklich schwachen, schwachen Produkten zu schlimmen Preisen. Finde ich wirklich schade. Das ist echt traurig. Die haben ziemlich viel zusammengestampft. Es gibt aber noch die Meeresforschungsbasis, aber sonst nichts mehr aus der Serie. Tierrettung haben wir noch ein bisschen was. Hier drüben ist jetzt der Bauernhof mit Tieren dazu gekommen. Da habe ich ja gesagt, da hat ja Peter so einen Tanz gemacht, dass das kein Bauernhof ist, sondern dass das ein Lebenshof sei oder ein Gnadenhof. Habe ich ja, wie gesagt, der Held-Video drüber gemacht. Hühnerstall, Gemüse, Lieferwagen. Den finde ich eigentlich ganz witzig. 30 Euro ist hart.
Wahrscheinlich wegen den drei Feldern da hinten. Das wäre ein klassisches 20er-Set gewesen als Nachfolge vom 60150 Pizzawagen und dem Eiswagen, der später kam. Ja? Aber jetzt halt 30 Euro statt 20. Weil das sind ja eh schon seit vielen, also seit immer. Das sind ja die Lego-Preiserhöhungen. Lego hat ständig Preiserhöhungen. Ständig. Es kommen neue Produkte auf den Markt und es ist weniger fürs gleiche Geld. Vor allem Spielerlebnis. Manchmal machen sie viele kleine Teile rein, das ist der Piece Count. Aber prinzipiell, es ist immer weniger, was man fürs Geld bekommt bei Lego. Von Generation zu Generation, also alle 2 Jahre, macht Lego sowieso Preiserhöhungen im großen Stil. Neues Produkt ist einfach entweder teurer oder gleicher Preis, weniger drin. Und jetzt machen sie noch während der laufenden Lebenszyklusgeschichte von 1-2 Jahren nochmal die Erhöhung. Es ist so abenteuerlich. Unfassbar. Unfassbar. Mondforschungsbasis. Ich habe das mal in der Abstimmung gehabt, ob ihr das sehen wolltet. Ihr wolltet es nicht sehen. Ich verstehe nicht, warum. Ich finde es witzig. Ich will das mal aufbauen. Ich baue es einfach auf. Was ist das hier? Demokratie, weg damit. Ich habe Bock da drauf. Ich baue das auf. Und dann gucken wir mal, ob es was taugt. Ich finde es hier witzig aus. Und ja, da drüben Feuerwehr. Da haben wir uns ja schon mal angeguckt im Video auch. Ja, dann die Polizei, habe ich euch da gezeigt. Das ist eines der wenigsten Sets mit Bodenplatte, das preislich halbwegs okay war. Ich glaube, steigt aber jetzt auch. Hier drüben Banküberfall mit Verfolgungsjagd für einen 100er. Denke ich fast drüber nach, aus Schrecklichkeitsgründen das mal ins Video zu bringen. Ah, das ist echt, also für 100 Euro, der City ist echt bitter geworden. Bitter, 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 bitter. Und sie werben mit diesen Straßenplatten enthalten. Und das ist echt immer eigentlich ein Punkt, dass ihr sagt, oh Gott, da sind ja Straßenplatten drin. Mist. Hier oben ist der Eiswagen noch. 60253, super Ding für ein 20er. Das Ferienmobil 60253 auch. Schön, dass die noch dabei sind. Ich habe nicht mehr so den Überblick, was noch im Sortiment ist oder nicht. Ich bestelle von Lego so wenig nur noch. Ich habe nicht mehr den vollen Überblick. Das finde ich aber gut, dass es dabei ist. Der Hubschraubertransporter ist eine Vollkatastrophe. Traktor für ein 20er. Da die Reifen hinten, die cool sind, vom 42122. Ja. Und da sind wir. Ja. Autochen für ein 20er, das ist das, was Lego gut kann. Star Wars Sets für 20, 30 Euro, das ist das, was Lego ganz gut kann. Jetzt auch die 50er, das sind die Stärken von Lego, da müssen sie draufbleiben. Der Personenschnellzug für 150, das Passagierflugzeug für ein 100er, das sieht sehr buckelig aus, aber egal, noch die Schienen dazu, diesen Preis ist noch gleich geblieben. Immerhin ist hier noch die Fernbedienung dabei. Und damit ist das ein großer Vorteil. Das, was sie den Technikleuten vorenthalten, dass die es nicht mehr bekommen. Immerhin ist es bei den Zügen noch dabei. Ich kann nichts dazu sagen. Ich habe noch sonst nichts dazu gesehen. Der Güterzug ist noch gar nicht drin und der alte Güterzug ist nicht mehr da. Gut. Das so wahllos. Wo ist der Güterzug, Freunde? Wo ist der Güterzug? Weg. Der Bahnhof ist ja eh exklusiv. Das ist richtig klug. Ist eh kein Bahnhof. Ist bestenfalls ein Bahnsteig. Cheers. Lloyds Ultra Gold Drache. 140 Euro. Richtig mächtiges Teil. Habe ich bestellt. Gold Drachen Raider. Coles Drachenflitzer. Es geht hart um die Drachen. Und alles glitzert. Das ist genau meine Serie, würde ich sagen. Und Jays Gold Drachen Motorrad. Sieht aus wie Ghost Rider. Und da ist der Golddrachen Jay. Golddrachen Lloyd. Also ihr müsst alles euch jetzt in Gold nochmal kaufen, wenn ihr die Figuren von Ninjago sammelt. Ninja Go! Dann seid ihr dabei. Alles neu im Juli. Ja, alles neu im Juni kommt der Tempel des Kristallkönigs und Nias Samurai X-Mech. Auch dabei. Hier drüben ist der Ultra Kombi Ninja Mech. Verwandle 4 Modelle in einen großen. Das ist witzig. Das hat was von Transformers. Und da kann man Dinge tun. Sichern. Nächste Seite. Das ist ja immer noch hier der Ninja Dojo Tempel. Erinnert mich ja immer noch an das alte Ninjago City. Also nicht 70620, sondern das alte Ninjago City von 2013. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ist 2014? Kann sein. Hier sind wieder diese Spinjitzu-Wirbeldinger da. Die habe ich überhaupt nicht mehr reingeordert. Gar nicht mehr. Nachdem die ab den Fliegviechern ist alles so hart. Jitsus ist so alles so hart in der Tonne gewesen von Ninjago. Klein preismäßig. Habe ich alles weggelassen. Ja.
Aber jetzt, wie gesagt, ist das ohnehin aktuell gar nicht mehr meine Kundschaft. Logischerweise. Das habe ich gebaut im Wassersegler. 140 Euro kostet er jetzt. Hey. Duell der Katamarane, genau. Das Dorf der Wächter war eigentlich ganz witzig. Und beim Wassersegler sind ja auch vom 10283 die oben die Klappmechanismen dabei. Ne? Kennt ihr auch. Haben wir da. Richtig, ne? Das passt schon. Weiter geht's hier drüben. Nochmal Legacy ein bisschen. Flug mit dem Ninja-Flugsegler. Das Mini-Ding 4 Plus für 40 Euro. Das Supercar unten von das X1 Ninja Supercar 55er. Die Vorgänger davon wurden ziemlich teuer, als sie dann vom Markt gegangen sind. Also muss man mal gucken, wie lange es noch bleibt. Ist jetzt schon hier hinten unter Ferner liefen. Hier drüben haben wir das Boot da oben für 80. Auf den ersten Blick ist es sehr teuer. Aber Lego sagt ja, diese Boote sind quasi vergoldet, so ein Rumpf. Es ist fast ein Schnäppchen, wenn man so möchte, aber oje, oje. Und unten ist auch, es ist ein Dino, ein Auto, 50 Euro. Das ist für Lego kein Schmerz. Keine, ohne Probleme zu leisten. Ist wirklich, wirklich hart. Aber das Boot, wie gesagt, da ist ja sogar noch ein Dino dabei. Der hätte schon mit 100 Euro gerechnet eigentlich. Warten wir auf die Preiserhöhung. Ich habe sie nicht mehr im Kopf, was da alles erhöht wird. Aber das ist... Das ist mächtig. So ein 50er für einen Flugsaurier mit Flugzeug. Hier Auto mit Flugzeug, 45. Die Motorradverfolgungsjagd für einen 20 und hier drüben T-Rex für 90. Alles klar, T-Rex-Ausbruch für 50. Ach, also, und hier unten natürlich Giganotosaurus. Giganotosaurus. Tericinosaurus. 130 Euro. Mit so einer kleinen Station dabei. Könnte aber ein besserer Deal gewesen sein, als hier die 75930, wenn ich mal drüber nachdenke. An der Station sieht fast aus, als wäre mehr dran. Ihr habt zwei Dinos und einen Heli. Whee! Guck mal. Also nicht, dass das ein guter Preis wäre, aber es ist ein besserer Deal, glaube ich, als das alte Haus. Würde ich vorsichtig sagen. Harry Potter. Da haben wir auch schon einiges gebaut. Das Zaubereiministerium haben wir uns gerade angeguckt für den 100er. Das war durchaus unterhaltsam. Eine neue peitschende Weide. Diesmal haben wir aber die heulende Hütte noch dabei. Die kenne ich nicht, weiß nicht mehr, was das ist. Der ungarische Hornschwanz, auch keine Ahnung. Baue ich aber mal auf, so ein Sockelvieh. Dann haben wir eine nette kleine Kutsche für den 20. Sirius Rettung für 50. Dumbledores Büro für 80. Und der Harry Potter Adventskalender wurde auch teurer. Kostet jetzt 35 Euro. Selbstverständlich, weil ihr kauft eh. So, bitte sehr. Einmal durch. Und da habt ihr die Produkte. Mal gucken, diese Anbauteile. Ich habe ja noch die anderen Sachen, die Anbauelemente von Hogwarts. Wir stellen das mal alles zusammen. Ich baue die mal auf. Stelle ich sie zusammen. Hier noch so diese Momente, diese Aufklappbücher. Kennt ihr? Und der Zauberkoffer, alter Schwede, 60 Euro. Wir hatten im Video. Das ist zu viel. Die Idee ist witzig, aber es ist eh ein Set für Superfans und Superfans. Achten nicht aufs Geld, deswegen wurde das Ding auch... Ich meine, ihr wisst noch, Newts Koffer, gell? Mit den coolen Viechern und so, was da alles los war. Für einen 50er war der und der kostet 60. Süchen, jetzt nochmal zum Thema. Hogwarts natürlich ist die Fluffy-Sache, da haben wir uns angeguckt. Ligustavik haben wir uns angeguckt. Kammer Schreckens haben wir uns angeguckt. Der Krankenflügel, den müssen wir noch bauen. Astronomieturm haben wir gesehen. Uhrenturm haben wir gesehen. Uhrenturm ist jetzt auch auf 100 Euro hoch. Noch bei der alten Preiserhöhung schon, Anfang des Jahres. Die im ersten Katalog nicht drin war, die ist jetzt hier drin. Und die nächste Preiserhöhung steht schon vor der Tür im nächsten Monat. Ja? Wisst ihr Bescheid. Und der Vielsafttrank. Das haben wir uns ja die ganze Seite bis auf den Krankenflügel haben wir ja aufgebaut im Video gehabt. Seid ihr ja vollständig informiert, nicht wahr? Kennt ihr alles. Und ist halt alles sehr, sehr dünn. Alles sehr, sehr dünne Fassaden. Sieht aber von der Vorderseite hübsch aus. Sehr, sehr dünne Fassaden. Ihr kauft die Figuren. Ihr wisst, das ist immer das Gleiche. Falls ihr Bock auf die Sets habt, ohne die Figuren, schaut, dass ihr bei Bricklink oder sowas, dass ihr das Set kauft, unvollständig. Die Händler nehmen die Figuren raus, verkaufen die einzeln mit viel Gewinn und verkaufen dann die Teile, die übrig geblieben sind, die nur so wenig sind, für sehr schmales Geld. Und dann könnt ihr zuschlagen und könnt euch was Cooles draus bauen, weil die Teile sind eigentlich gut. Wenig Fehlfarben, weil so dünn ist, dass man keine Fehlfarben unterbringen kann. Batman. Für 70 gibt es das Duell mit Riddler. Dann der Mini-Tumbler und ja, das kleine Batmobil. Batman machen sie leider wirklich so viel, so schlecht. Das ist so schade. Immerhin ist das 89er Batmobil echt schön.
Und der Batwing ist nett gemacht. Daran muss man sich als Batman-Freund festhalten, dass es das immerhin gibt. Sonst ist ja nichts los. Hier oben ist so ein kleines, nochmal so ein Wikingerboot von Marvel, Doctor Strange in Viech. Hier drüben ist die nächste Werkstatt, diesmal für 90. Die letzte hat noch 60 gekostet, die kostet 90. Keine Preiserhöhung ansonsten. Und hier unten gibt es noch ein kleines Audition dazu. Ja. Und das kleine Groot-Ding da unten. Da sind wir dabei. Also die Werkstatt für 90er, ich weiß wirklich nicht, was da los ist. Nachdem wir für 60 und 30 die Anbauteile hatten, das waren auch 90, beide zusammen. Ich habe es im Video gehabt. Schiff der Wächter haben wir uns auch angeschaut. Mal sehen. Habe ich es vorne im Laden schon gestellt. Haben uns ja auch angeguckt. Keine Frage. Hier unten nochmal, ist das die Malibu Villa? Ne, ist Endgame, letztes Duell. Soll das der Tower sein? Ich habe es nicht mehr geguckt. Ich weiß es nicht. Dicker Thanos dabei auf jeden Fall. Ant-Man, Captain America, Iron Man, Thor, Scarlet Witch, Black Panther und Chitauri. Alle da. Einmal durch. Und ja. Also das Schiff der Wächter war witzig. Das kann man gar nicht anders sagen. Das war wirklich witzig. Ich sollte jetzt hier mein Kontrollbildschirm ist in Standby gegangen. Rede ich schon so lang? Möglicherweise. Soll er aber nicht tun. Ich habe ja alles, ich bin ja Energiespeicher, wisst ihr. Aufstieg des Domo habe ich euch auch gezeigt. Der kleine Taco für einen 100er. Und hier drüben gibt es noch so ein paar kleine Roboterviecher. Immerhin mal mit Wolverine wieder dabei. Wer weiß, was da passiert. Ich meine, Marvel, Wolverine. Ja, mal gucken. Eternals, keine Ahnung. Das Warten ist fast vorbei. Da kommen noch mehr Sets. Wahrscheinlich dann mit der Preiserhöhung. Und dann geht's in die nächste Runde. Genau. Das ist übrigens natürlich der Händlerkatalog, gell? Ich sag's am Ende beim Fazit nochmal. Das hat natürlich nichts mit dem zu tun, was Lego im Sortiment hat, was ja auch im Preis erhöht worden ist, ja klar. Spider-Man, also ich glaube, es ist mehr als die Hälfte des Katalogs Disney, oder? Habt ihr mitgezählt? Ich glaube, mehr als die Hälfte ist Disney. Hier ist die Spider-Man-Werkstatt, auch klare Geschichte. Hier drüben Sanctum-Werkstatt dabei, klar. Einfach querbeet. Querbeet durch die große Spider-Man-Werkstatt. Diese Werkstattsachen funktionieren eigentlich ganz gut, wenn sie preislich akzeptabel sind. Viele Figuren, Positionen zum Aufbewahren. Bei der Avengers-Sache ist es natürlich massiv anzubieten, wenn man vom Panlos den großen Hero Tower hat, dass man dann dort die alte Iron-Man-Werkstatt mit Erweiterung reinbolzt. Sieht halt perfekt aus, ne? Speed Champions, da haben wir ja gerade das große Special gehabt, haben wir die ja aufgebaut. Da sind natürlich Highlights dabei, alles noch für 20 Euro. Hier steht die 25%ige Preiserhöhung direkt vor der Tür. Falls euch die noch gefallen, guckt jetzt nach dem Deal. Ihr kriegt sie natürlich alle die ganze Zeit 30% reduziert, kauft sie. Und dann seid ihr happy und dann kommen sie auf 25 hoch und dann seid ihr glücklich, dass das erledigt ist. Einmal durch. Ich finde es sowieso geil, den Katalog jetzt noch rauszubringen und die Preiserhöhung dann reinzuschummeln. Und wie die das genau unterbringen, dass dann die Kinder mit dem Wunschzettel kommen und dann alles im Laden überall teurer ist. Respektabel. Oder die Händler die Preise vielleicht sogar wieder runtersetzen und dann ist es ein Listenpreis für die Leute, weil sie hier nach 20 Euro geguckt haben. Und wenn euch der Händler 5 Euro Rabatt auf das Speed Champion gibt, das heißt, ihr verdient nichts mehr dran, dann seid ihr im Listenpreis gewesen für den Kunden in der Wahrnehmung. Kein Rabatt gegeben, obwohl ihr ihm schon 5 Euro gegeben habt. Einmal durch das Lama möchte ich bauen, das Lama-Dorf, das große. Ich habe jetzt gerade die Fuchs-Lodge gebaut, die fand ich sehr witzig. Kleine finde ich großartig, Pilzhaus mag ich, mag das Schweinehaus und so. Ich finde diese ganzen Sachen, die Tierchen natürlich darstellen, die finde ich weltklasse. Da habe ich Gaudi dran. Minecraft ist sowieso toll, weil es die Basissteine sind. Ja? Es sind Basissteine, es ist kein komisches Zeug dabei. Man muss halt die Figuren mögen, aber die Figuren, wisst ihr ja, sind mir ziemlich egal. Ich brauche keine Lego-Mini-Figuren. Mir geht es ums Bauerlebnis. Und dann ist das, und es sind mittlerweile, ich weiß nicht, sind es 30 Sets? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, gar nicht mal so schlecht. 26 Sets von Minecraft momentan im Markt. 26, ich wollte es mal kurz gesagt haben. 26 Sets im Markt. Hier ist auch noch das Schweinehaus, gibt es auch noch, unglaublich. Hier unten ist es nett, der Handelsplatz, der läuft sehr, sehr gut natürlich mit den Viechern, das ist klar.
Panda-Kindergarten ist halt auch Weltklasse. Korallenriff ist witzig. Also da ist schon einiges dabei. Das moderne Baumhaus ist massiv überteuert. Es geht gar nicht. Da sind wir. Einmal quer durch. Und kann man gucken. Also auch teilweise zum Ausschlachten. Auch da wieder die Sache, lass die Figuren weg. Verkauf die Figuren, was auch immer. Und dann gehen wir weiter. Star Wars. Ich kenne mich überall aus. Star Wars Kalender, 5 Euro teurer dieses Jahr. Wer weiß, und die Preiserhöhung kommt ja noch. Vielleicht war da noch was, was wir uns nicht mitteilen. Vielleicht kommt gleich auf 50 hoch. Kann man ein paar Jahre aufruhen. Was soll das? Wir haben Inflation. Boba Fett's Thronsaal haben wir uns angeguckt. Den Starfighter Mandalorian noch nicht. Habe ich noch nicht angeguckt. Der Dark Trooper kennen wir. Snow Trooper kennen wir. Mit den AT-ST-Läufern habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, ich hoffe, dass für euch was dabei ist, wenn ihr Fans seid. Ich kann das ja nicht wirklich gut beurteilen, was da für euch storymäßig die Highlights sind. Aber die Dark Trooper fand ich witzig. Das war in Ordnung. Das Transportschiff des Großinquisitors. Respektabel. Obi-Wan Kenobi versus Darth Vader für einen Fuffi. Ich hoffe, die Figuren reißen es raus. Obi-Wan Kenobi Starfighter mal wieder. Guckst du mal, da ist er für einen 30er. Ist wieder da. Er hat man auch schon erst 8 Mal. Geht doch eigentlich. Die Justifier für 160. Was ist denn das für ein Eumel? Ein Justifier, okay. Und unten ein ATTE für 140. Sieht ein bisschen kleiner aus als der letzte. Muss man gucken. Ich habe noch irgendein ATT hier rumstehen. Also der 75019 auf jeden Fall. Den hatte ich in dem Video, ich glaube. Müsste mal gucken. Der sah mir eleganter aus als der. Muss man gucken. Die vielen Aufkleber sieht man ja schon auf dem Render-Ding hier. Klonsoldat des 212. Angriffbataillons. Das musste aber auch hingeschrieben werden. Kann man da nicht einfach Soldat der 212. schreiben? Passt das? Ist das nicht eigentlich? Kommandant Cody ist dabei. Der war immer sehr beliebt, das weiß sogar ich. Und Kampfdroiden sind dabei. Die nennen sie jetzt eigentlich also anders, Kampfdroiden. Das waren früher einfach Battle Droids, stand da. Aber das geht wahrscheinlich nicht mehr. Es müssen ja auch Sturmtruppler jetzt da stehen oder sowas, ja. Ist immer noch ein Wort, das ich nicht mag. Sturmtruppler. Da klingt alles falsch. Sagen die Stormtrooper dazu? Scouttrooper? Snowtrooper? Aber sie heißen jetzt Kampfdroide, okay. Passt für mich. Ist mir eigentlich vor allem völlig egal. 75-2-3 haben wir gesehen, 280 selbstverständlich auch gut, dass noch dabei ist. Duel of Mandalore, Bad Batch, weiß ich nicht. Die Slave One habe ich euch gezeigt. Und das Kind hat mich jetzt nicht interessiert, habe ich euch ein Yoda gezeigt. Das ist ja einfach das gleiche in groß. Da sind wir einmal durch. Dennoch finde ich jetzt auf jeden Fall, momentan ist wieder eine gute Zeit bei Star Wars in der Preiskategorie 15 bis 50. Das ist eine gute Zeit gerade für Star Wars. Also vor allem im Vergleich zu den vielen Jahren davor, seit so 2014 etwa, ist das wirklich mal wieder eine Zeit, wo diese Mittelpreislage bei Star Wars funktioniert. Das ist super. Hier auch mit dem TIE Fighter. Das Imperial Shuttle für 80, gut, es wird runter reduziert, aber das ist auch echt noch akzeptabel für 50 der X-Wing. Yoda jetzt 20 Euro teurer geworden, ist natürlich unschön. Achso, ich soll es euch auch noch zeigen. Und dann noch der Falken. Aber ihr wisst ja, bei mir im Laden, ich order die Sachen über 50 Euro eigentlich gar nicht mehr rein. Wenn ich die zu einem fairen Preis verkaufe, verdiene ich nichts mehr dran. Kauft sie irgendwo anders, wo sie wahnsinnig günstig sind. Spart ihr noch richtig was. So, wir sind bei Technik angekommen. Wir haben einen Rettungshubschrauber. Endlich haben sie wieder ein Militärbündnis gefunden und können es Rettungshubschrauber nennen. Und Airbus macht ja auch Rettungshubschrauber. Also das passt schon. Wir haben motorisierte Funktionen. Ich bin sehr gespannt darauf. Es ist nicht ferngesteuert, aber motorisiert. Das heißt, Lego ist in eine Zukunftstechnologie schon wieder vorgestoßen, dass sie diese Control Plus Nummer wohl jetzt mit Klick irgendwie bedienbar machen. Oder man muss wieder mit seinem Handy da sitzen bei dem Airbus. Ich bin sehr gespannt drauf. Dann haben wir einen kleinen Umschlagbagger für 120. Das Ding ist das kleinste Teil der Welt. Hat aber Pneumatik drin. Und das ist ja nicht mehr am Markt, Pneumatik. Deswegen bin ich happy. Gucken wir uns an. Schau dir. Skywalker-Sage, was auch immer. Und hier drüben ist jetzt der Rettungshubschrauber. Hubschrauber mochte ich immer, wisst ihr ja. Ich habe ja auch alle gebaut von Technik, die es bisher gab. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der macht. Vor allem, wenn man die alten gebaut hat im Vergleich, was der an Funktionen kann.
und wie aufwendig sein Bau ist. Die Konstruktion, ich bin sehr gespannt. 200 Euro ist ein scharfer Preis für einen Helikopter. Ihr habt die alten ja vielleicht noch im Blick. Scharfer Preis. Wir gucken mal, die Videos sind online. Jeep Wrangler, das ist alles alt. Nichts Neues auf der Seite. Machen wir es kurz, kennen wir alles. Hat ja alles im Video. Zwei, drei kleine Sachen nicht, aber ansonsten, das kennen wir alles. Da sind wir durch. Das sind vom 42122 Jeep Wrangler. Das sind die Reifen, die ich vorhin auf dem City Traktor mit Freudia gesehen habe. Das sind gute Teile. Hier drüben jetzt die kleinen Pullbacks. Pullbacks, wisst ihr ja, empfehle ich auch immer für die Kleinen tatsächlich. Man hilft ihnen beim Bau. Für einen 20er ist das ein Spaß. Und danach flitzt das Ding durch die Gegend und ist quasi nicht zu zerstören von der Grundstruktur her. Das ist eine schöne Sache. Der Mustang ist ein Trauerspiel. Er sieht null nach einem Mustang aus. Dodge Charger ist auch, hätte zu Creator gemusst auf jeden Fall. Der McLaren, keine Ahnung, was das sein soll. Passt aber immerhin auf den 42098 Autotransporter drauf. Ist da auch was wert. Richtig. Und die großen sind auch Pullbacks und kein Mensch weiß wozu. Genau. Also die für 50 oben. Die Mustang und Porsche. So ist es. Nächste Seite. Knicklenker. Volvo Dumper. Auch schon wieder teurer geworden. Ist aber noch im Markt. Dann der Geländewagen für 130. Der hat die coolen Reifen. Immerhin etwas. Ich warte hier aufs nächste Modell. Der C-Tross ist halt eine Blamage für Lego. Von vorne bis hinten. Der wird im Markt verdroschen. 50% Rabatte. Ohne Probleme. Und noch drunter. Guck mal nach den Bestpreisen für den C-Tross. 134 Euro, glaube ich, war der runter. Der wird einfach nur weg. Einfach nur weg. Der muss weg. Einfach weg. Unglaublich teuer. Und was wird er? Teurer wird er jetzt. Richtig. So, wie es sich gehört. Transformationsfahrzeug, 130 Euro. Wir hatten sie alle im Video. Nichts. Ich kann euch ja nichts Neues erzählen dazu. Nur, dass die Preise steigen, weil sie so, so gut sind, die Sets. So gut sind. Und sich so gut verkaufen. Deswegen erhöhen wir den Preis einfach ein bisschen. Das Problem ist, dass die armen Händler, die zu doof sind, weiter ordern. Der Kunde zahlt nicht mehr. Der Händler muss nur mehr rabattieren. Ducati. Land Rover Defender leider teurer geworden, aber ein schönes Modell. Wenn ihr über die blauen Pins hinwegkommt, die man auf dem Foto natürlich nicht als blau erkennt, die sind so gespiegelt, dass sie grau aussehen, aber sie sind leuchtend blau. Es ist sehr unglücklich. Abschleppwagen ist auch teurer geworden. Auch sehr, sehr traurig. Die 20 Euro wären unnötig gewesen. Und ich habe euch alles gezeigt auf der Seite. Alles gezeigt. Wie gesagt, der Jeep und der Abschlepper jeweils 20 Euro teurer. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Batmobil hat immerhin zwei Leuchtsteinchen drin. Lamborghini Sian wird ja auch teurer. Bugatti ist... geht der nicht vom Markt? Keine Ahnung, er ist noch drin. Ich hinterfrage sowas nicht. McLaren mit all seinen Fehlern. Der Raptor wird jetzt auch teurer, ist hier noch bei 140. Der Flex Ferrari ist eine Katastrophe. Die Rallye-Version da oben. Die BMW wird auch teurer, hier noch für 200, das Aufkleberfestival und natürlich der Bulldozer, bei dem quasi technisch fast alles falsch ist, was nur falsch sein kann. Und natürlich mit der App gesteuert wird, damit die Kinder noch ein bisschen mehr Zeit am Telefon verbringen. Also zusammenfassend ist das eine volle Erfolgsseite. Ich frage, warte mal, ist irgendwas gut hier? Nee, nicht wirklich zu empfehlen. Nur der Raptor, wenn ihr sehr viel Geld ausgeben wollt. Der hat zumindest ansonsten keine Fehler. Alle anderen würde ich vermeiden. Beim Bugatti ist der Motor falsch, beim Sian die Farbe. Also machen wir es kurz. Und der Rest hat konstruktive Geschichten. Und das Aufkleberfestival bei der BMW, das kann man sich echt eigentlich überhaupt nicht erlauben. Der Daytona Ferrari, den habe ich ja gerade mit euch durchgebaut. Das ist wirklich das definitiv allein durch die Prinz das hochwertigste von allen Supercars bisher, die rausgekommen sind. Das definitiv. Es hat auch seine zwei, drei Probleme. Und ich finde es halt, es gibt keine Evolution mehr seit dem Bugatti. Der hatte seine Fehler, der Bugatti. Und der Preis war. Also, das ist ja. Hui! Aber die 400 Euro jetzt statt 370, da hatte ich nicht mehr so viel getan. Aber es ist halt keine Überraschung mehr. Ihr baut immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Also, der Lambo war das Gleiche wie der Bugatti. Und der Ferrari ist das Gleiche wie der Lambo und wie der Bugatti. Wenn ihr einen gebaut habt, der alle gebaut. Ist halt echt ein bisschen. Für 400 Euro möchte ich natürlich sehr viel mehr haben. Dann haben wir den Langhals. Wie gesagt, ich habe nichts zu tun mit dem Spiel, ich habe keine Ahnung, aber ich bekomme immer als Feedback von euch, dass das gut aussieht für das Spiel. Also von daher gut. Der Infinity-Handschuh ist jetzt zu teuer und der wird noch mal teurer. Venom ist witzig, aber ich mag den Film. Das Ding hat eine Kiefer-Situation. Aber ich habe sie gebaut, ich habe sie euch alle gezeigt.
Für die Detailbesprechungen sind die Videos ja konstant noch da. Aber nur damit ihr mal gesehen habt, was da ist. Und hier drüben haben wir jetzt die ganze Helmfraktion. Scar-Trooper, Boba, der ist ja geblieben. Leider ist ja der Stormtrooper vom Markt gegangen. Darth Wolf ist noch da. Mandalorianer ist jetzt neu dazugekommen. Hier drüben das Diorama habe ich euch gezeigt im Säurebad. Und oben das Kleine vom Death Star. Einmal für euch. Richtig, alles gesehen. Hervorragend. Dann hier hinten, das ist eine Sache, die ich gar nicht verstehe. Es wird aber immer weiter ausgebaut. Diese Fotogeschichten. Keine Ahnung. Es spricht mich halt null an. Vor allem, weil es eine Pest zu bauen ist. Also eine Pest ist das zu bauen. Und ein richtiges Lego-Mosaik wird für mich seitlich gebaut mit Plates in die Höhe. Dann sieht es gut aus. Das ist halt eigentlich ziemlich billig und dafür halt viel zu teuer. Viel zu teuer. Unglaublich. Unfassbare Preise, die da aufrufen. Für Kleinteile, die 1-2 Cent kosten. Und die meisten davon kriegt ihr für 1-2 Cent bei Bricklink. Und vor allem, es gibt Mosaikgeneratoren. Könnt ihr ein Foto von euch einscannen und das euch Mosaik geben lassen. Und dann baut ihr das nach aus euren Teilen, dann kauft ihr kleine 1x1 Steine von anderen Herstellern, die kosten nichts. Versteht kein Mensch. Hier drüben haben wir den Ghostbusters, Ecto One habe ich euch gezeigt. Wir haben den gruseligen, schlechten Batman-Helm für den 60er und den Tumbler für 2,30. Einmal durch. Und alles da. Richtig. Und schon kommen wir zu den Architecture-Sets. Richtig. Tokio, Singapur, das Weiße Haus, Bügelfreiheitsstatue hatte ich euch auch gezeigt. Natürlich London, Paris, New York und die halbe Pyramide, die auch nicht die Pyramide ist, von der sie reden und die sie in der Anleitung zeigen. Es ist die andere. Oder sie konnten sich auseinanderhalten. Also entweder heißt sie falsch oder sie haben die falschen Bilder gezeigt. Man weiß es nicht, ist es auf jeden Fall falsch. Und das ist nicht das Einzige, was an dem Set schiefgelaufen ist. Aber das wisst ihr ja auch. Ich bin verblüfft, dass New York weiter... War New York schon immer bei 50? Ja, New York war schon immer bei 50 Euro. London war immer bei 40. London ist auch noch bei 40. Hervorragend. Ich bin verblüfft, dass die Preise so bleiben. Weil die haben mir irgendwann auf 60 angehoben, die Architecture-Sachen. Es war so 40, 50 und dann jetzt so 60 dazu. Und das bleibt. Aber mal gucken. Die Preiserhöhungen sind ja noch nicht offiziell verkündet. Das dauert ja noch einen Moment und dann werden wir sehen, was alles passiert. Und dann nehmen wir uns natürlich nochmal den Katalog vor, wenn die neuen Preise drinstehen und vergleichen, was alles passiert ist. Und das machen wir vielleicht live, dann können wir das richtig besprechen. Bonsai-Bäumchen habe ich euch gezeigt. Orchidee habe ich jetzt da, zeige ich euch, denke ich, auch mal. Blumenstrauß für einen 50er. Orchidee hat aber wohl einen Topf dabei. Der Blumenstrauß nicht. Vespa muss ich euch auch mal zeigen. Adidas, den Schuh finde ich völlig dämlich. Transformers baue ich mit Sicherheit auch mal. Bin ich auch gespannt drauf. Sonic habe ich auch da. Das Set ist aber halt so schmal. Es hat mich nicht interessiert bisher, aber ich mache es ja momentan ja so, ihr schickt mir immer Anfragen hier, baut doch mal das, das und das und das. Und dann frage ich ja auch mal, wenn es zu nah beieinander ist. Ich arbeite ja eure Wünsche runter. Wir kriegen das alles hin. Macht euch keine Sorgen. Und es gibt ja noch so viele andere Hersteller. Da gibt es so viele coole Sachen, die ihr auch alle sehen wollt, wie ihr mir schreibt. Bei 3 Videos die Woche sind wir halt natürlich an einem gewissen Punkt eingeschränkt, aber wir kriegen das hin. Legoland! Kostenlose Kinder wieder im Legoland! Yay! Das ist cool. Und dann sind wir durch. Hilf uns, den Lego-Katalog noch besser zu machen. Bitte deine Eltern, diesen Code zu scannen, um bei der Umfrage mitzumachen. Noch besser. Ich finde das noch schön. Nein, lasst den einfach, wie er ist. Ihr macht doch eh nichts. Also, was soll das? Tut doch nicht so. Das ist Augenwischerei. Das passt. Ich meine, der Katalog ist schlimm von der Leseerfahrung her. Ist wirklich katastrophal. Aber er ist halt so und er ist schon immer so. Man erwartet das so. Das ist irgendwie, wie wenn ich bei einem Großhändler in die Bestellsysteme gehe. Da erwarte ich kein Kauferlebnis wie bei Amazon, sondern da erwarte ich halt so ein bisschen eine leicht online gestellte Excel-Tabelle. Und das wird auch nie in irgendeiner Form nicht erfüllt, diese Erwartung. Deswegen, hier muss es auch so bleiben. Stell dir mal vor, man hätte jetzt hier so ein modernes Druckerzeugnis in der Hand. Was wäre denn dann mit uns los? Wir wären alle komplett verwirrt, das geht nicht. Wir lassen es schön so, mit dem Doppelloop. 140 Euro, gell? Hier seht ihr mal, was ihr wirklich kriegt. 140 Euro. Ist da wirklich alles drauf? Einfach mal, ist das wirklich alles oder ist das noch egal? Wir müssen es auf jeden Fall mal gucken. Also denkt dran, das hier ist mein Händlerkatalog. Das heißt, die Sachen, das
Haus hier von Kevin allein zu Hause. Sowas bekomme ich natürlich nicht. Ich bekomme das Space Shuttle nicht. Ich bekomme das Harry Potter Hogwarts nicht oder sowas. Bekomme ich nicht. Ich bekomme die UCS-Sets natürlich nicht. Alles, was Creator-Expert-Häuser bekomme ich natürlich auch nicht. Ja, wenn man einem Händlerbund beigetreten ist, dann kann man Creator-Expert-Fahrzeuge mal bestellen zum Beispiel. Ich kann das Ghostbusters und die Vespa holen, der Mustang aber zum Beispiel ist hier nicht drin. Ja? Das sind immer so Unterschiede. Lego möchte nicht, dass der Fachhandel, der Kunden am Ende berät, die guten Modelle bekommt. Der beratende Fachhandel muss das Zeug hier verkaufen. So ist es. Die Ketten, die gerne pleite gehen, die bekommen die guten Sets und die gehen trotzdem pleite. Ich verstehe das Konzept nicht, ich habe es noch nicht genau verstanden, aber es ist mir auch völlig egal. Für euch, für die Videos, besorge ich mir die Sets so oder so, das ist gar kein Problem. Ich warte halt immer nur auf den Deal. Der AT-AT zum Beispiel von Star Wars kommt bei mir auch noch rein, aber halt, wenn ich ihn zu einem guten Kurs kriege, ja. Also unter 600 auf jeden Fall. Kriegen wir aber auf jeden Fall auch noch hin. Und bis dahin erfreuen wir uns einfach an dem, was wir zusammen daraus machen. Und vor allem das Gute ist, wir haben so viele andere Modelle von anderen Herstellern. Wir haben so viel Spaß. Wir lassen uns doch die gute Laune nicht verderben, oder? Richtig, so ist es. Da sind wir dabei. Ich wünsche euch eine sehr schöne Zeit. Habt vor allem nette Leute um euch. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und bis bald.